sprach's und ging in ein Gebiet, wo noch dreimal so viele sind. Na klar. Meine Waffenenergie ist nicht mehr auf Max. Was fällt euch ein? Okay, jetzt ist es wieder. So, hier war der Teleporterraum. Genau. Laden wir uns hier auf. Zack. Leben und Raketen aufgefüllt. Speichern wir hier. Und dann in die Eierzone zurück. Jo. Klatsch. Wir heißen ja nicht Professor Booster, dass wir hier runterfallen und dann tot sind oder so. Nein, nein, nein. So. Ich bin bereit für etwas Action. Ab in den Eierkorridor. Was soll es dort geben? Was ist dort schon... Holla. Wieder los. Das war's. Da war diese riesige Explosion. Als ich wieder zu mir kam, sah hier alles so aus. Was ist hier nur passiert? Ich frage mich Ähnliches. Oh, ich glaube, das war eine Nummer 16. Ich glaube... Der Körper eines Himmelsdrachen. Die Leiche sagt man. Was auch immer. Oh. Tote Drachen überall. Die Armen klein. Alle tot. Okay. Finde ich jetzt irgendwie gemein. Er lebt noch. Hallo, Kleiner. Okay, spuckst du süß Feuer, ja. Hey, 5 Raketen mehr. Nein, Kleiner, ich will dir nichts tun. Da ist auch ein Toter. Ih, da fallen Stacheln von der Decke. Ich könnte dem was tun, aber ich will es nicht. Bringt mir doch nichts. Ich komme doch auch so an das Item ran. Warum soll ich dem was tun? Ist doch scheiße. Nee, mach ich nicht. So. Eine Nummer 10. Bald haben wir schon. Oh, alle. Hier müssen wir wieder durch. Na, Cthulhu, lebst du noch? Nee. Ui. Hier sieht es aber nicht mehr so toll aus, muss ich sagen. Ganz ruhig. Na, toll. Egal, ich krieg das auch mit meiner Sprunggeschichte hin. Das geht auch. Das geht auch so. So, nämlich. Okay, dann hier oben wieder weiter. Lauter Tor. Aua! Och, sei doch lieb, ich will dir doch nichts tun. Und die Armen, ihre Augen bluten. Bluten. Entschuldigung. Entschuldigung. Ich war's nicht. Ich wollte's nicht. Wie, Gas. 5, 4, schlecht. 2, 1. Ohohoi! Das ist ein großes Punkt. Ja, doch. Nummer 6. Hopsa. Entschuldigung, kleiner Drache. Au! Scheiß Stacheln. Scheiß Stacheln überall, ey. Weg, verdammter. Ja. Ah. Hier ist es irgendwie noch uncooler als früher. Bums. Sei lieb, Kleiner. Ich will dir nichts tun. Hier ist ein Fenster. Der Eierbeobachtungsraum. Hm. Kiste. Kiste geöffnet. Noch mehr Raketen. Du führst ein Frösteln. Oh oh. Oh oh. Wow. Gemeine Drachen. Gemeine kleine Drachen. Total süß, aber gemein. Und nur verwundbar, wenn sie es Maul aufmachen. Ah, braves Ding. Ah. Ja, ich glaube, wenn es könnte vielleicht wehtun, wenn man getroffen wird davon. Was macht das Schwert so? Ja.
tut ähnlich gut. Ich glaube, jetzt sind sie böse. So. Ende. Tschüss. Die Schwestern besiegt. Okay, die Schwestern. Speicherpunkt. Oh ja, bitte. Okay, gehen wir hier durch dieses Fenster wieder raus. Der der Eiergang. Immer noch. Und noch mehr Drachen. Es leben noch welche. Ups, Entschuldigung. Was ist das? Keine Ahnung. Ganz viel Waffenenergie, das ist gut. Wir sind gerade noch so auf Level 3. Das könnte man noch verbessern. So. Okay, ja, da kommen Teile runtergeflogen. Das war abzusehen. Ist da unten was? Unten, unten? Nee, unten ist nichts. So, hier war Speicherraum. Der Seitenraum. Bum, bum, bum. Leben wieder aufgefüllt und gespeichert. Sehr gut. So, da war doch noch der Riesenraum mit dem Ei Nummer 0. Was ist damit? Oh je. Ist das Moos? Warte, auf dem Bildschirm. Erfolgreich geschlüpft. Wer ist da? Oh, du bist es. Bin froh zu sehen, dass es dir gut geht. Ich bin der Einzige hier. Als du in die Sandzone gegangen bist, haben wir anderen uns beeilt, um eine Fluchtmöglichkeit zu organisieren. Da ist Misery aufgetaucht. Sue ist mit von ihr verschleppt worden. Und ich habe den Professor nicht mehr gesehen. Ich nehme mal an, der Doktor konnte die Samen einsammeln. Oh. Nein, nein, ich gebe dir nicht die Schuld dafür. Der Sieg des Doktors war schon sicher von dem Moment an, als er seine Hände an diese Krone gelegt hat. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis seine Armee wilder Mimigas vollständig ist. Danach glaube ich, nicht mal du wirst ihn noch aufhalten können. Wir haben keine andere Wahl, als zu fliehen. Ich dachte, wir könnten es vielleicht schaffen, wenn wir nur einen Himmelsdrachen hätten. Deshalb bin ich hierher gekommen. Und jetzt ist mein Drache geschlüpft. Würdest du gerne mit mir entfliehen? So siehst du aus, Kerl. Verstehe. Weißt du, es gibt vielleicht noch einen anderen Weg, wie wir die Mimigas wieder in ihren natürlichen Zustand versetzen könnten. Du könntest den Kern der Insel zerstören. Wenn du das allerdings tust, wird die Insel wahrscheinlich zerbröckeln. Eine gefährliche Wahl, nicht wahr? Tja, so oder so, wir wissen noch nicht mal, wo der Kern ist. Ja, wenn du es mal versuchen willst, kann ich ja hier warten. Aber denk dran, wenn die Situation brenzliger wird, werde ich vielleicht ohne dich abhauen müssen. Hey, eine Tür. Wo führt denn die hin? Die Außenwand. Der Drachohai. Wenn du den Kern suchen willst, beeil dich. Okay. Da unten war eine Tür. Man hat dich nie wieder gesehen. Willst du es nochmal versuchen? Und jetzt komme ich wieder dort vorne raus. Ne? Ach nee, ich war ja direkt hier. Ja, springen und so. Ja. Das ist eine tolle Sache, ne? Ja, ja. Ja, ihr wollt das nicht sehen, oder? Hallo F9, wo bist du? Hallo F9. Und zweiter Versuch. Ha! Geht doch. Da ist doch eine Tür. Die will ich doch haben. Kleines Haus. Kleine Menschen. Hallo. Hi. Wer sind Sie, guter Mann? Wo ist dieser Mann nur hingerannt? Du hast nicht meinen Ehemann gesehen, oder? Oh, eine winzig kleine Familie. Toll. Okay, jetzt muss ich hier auch wieder weg. Oh, nö, Loch. Schlecht.
Loch schlecht. So, endlich, endlich, endlich! Hat ewig gedauert. So, jetzt können wir hier mal raufgehen und können uns hier umschauen. Oh, der Mond ist riesig. Und ja, wir klettern außen an der Insel entlang. Wohin klettern wir wohl? Ich habe keine Ahnung. Okay, da fliegen gelbe Dinger rum und riesige Katzengeister. Okay. Interessant. Blöcke mit einer Uhr drauf. Braucht was Energie? Nö, tatsächlich nicht. Okay. Wow, ganz ruhig. Ganz ruhig springen.